12. April 2019 22.20 Uhr. Die Anderlecht-Anhänger sorgten für einen Spielabbruch. Das Spitzenspiel der belgischen Fußballliga zwischen Standard Lüttich und RSC Anderlecht musste beim Stand von 2:0 in der 32. Minute wegen Ausschreitungen abgebrochen werden. Verärgerte Anderlecht-Fans hatten dafür gesorgt, dass die Begegnung des vierten Spieltages der Meisterrunde nicht mehr fortgesetzt werden konnte. Die Geschäftsführung des RSC Anderlecht verurteilt das Verhalten an diesem Abend auf das Schärfste. "Das ist absolut untragbar", schrieb der Club auf Twitter. Anderlecht lag nach einer halben Stunde mit 0:2 zurück. Außerdem wurde Innenverteidiger Karamochi mit einer roten Karte vom Platz gestellt. Die Mannschaft des ehemaligen Schalke-Trainers Fred Rutten muss damit wahrscheinlich am grünen Tisch den nächsten großen Rückschlag im Kampf um die Europacup-Plätze einstecken. Die ersten drei Spiele der Meisterrunde wurden alle verloren.